Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Runes of Magic. Wo treibt sich der Karl jetzt schon wieder rum? Das sage ich euch gerne. Und zwar wieder in Silberquell. Wie ich ja gesagt habe, in der letzten Folge werden wir hier uns aufhalten und ein paar Libellen hauen. Dort hauen. Boah, Flügel, ja. Was stimmt hier nicht? Na komm. Packen wir dich mal hier hin. So. Und wir brauchen auch Federn von denen. Also das heißt, das klappt mal so ein bisschen. Ja, das kann ein bisschen dauern. Hab gar nichts. Der muss schon das machen. Also sammeln 4 dünne Flügel und 8 Buntstrauße. Ja, nö. Ja. Dann droppt mal welche, ne? Kann nicht sein. Hallo? Bist du? Ah! Da haben wir eine. Zwei Kanäle? Ja. Oh, das dauert ja. Nee, komm. Dann lass uns hier erstmal die ganzen Libellen klatschen. Aber irgendwie vermisse ich eine Questreihe. Ich meine, irgendwie. Wir mussten noch irgendwelche Eier. Also Eier sind das gar nicht. Was war das? Keine Libellen. Hier vorne im See, also gab es eine Stelle. Da musste man. Ach, das war die Handwerksquest, glaube ich. Ja, wieder brauche ich alles, das ist ja gar kein Problem, kein Thema. So. Die Hormone lasse ich wieder liegen, da habe ich schon 13 Stück auf der Bank von. Geld ist Geld. So, jetzt haben wir wieder eine. Fehlen die noch? Ja. Ja. Steht jetzt Charlie Morph. Da komm ich rüber. Schwimmen, schwimmen. War da einer? Ja. Nur noch einer, dann haben wir es geschafft. Komm. Du hast jetzt eine. Ich habe ihn nicht one-hitted. Was ist das denn? Der Stech mit dem Rufmesser an. So, das haben wir fertig. Können wir auch reiten. Die Aufsattel, so heißt es. Hallo. Ihr seht, wir haben auch für unsere Talentsphäre 0 Punkte bekommen. Weil die Viecher einfach hier. Ja. Gehen wir darauf. Weil die Viecher hier einfach nichts bringen. Denn Level 16 ist grau. Von daher, naja. So ist das. Hallo. Genau. So, die richtigen? Hier wollen wir nicht. Alle Sträuße stoppen. Du wirst es sowieso angreifen, von daher.
Eichhörnchen. Hopp. So. Langsam wird es mal Zeit. Hallo. Angreifen. Wäre mal nett, wenn ich mal überhaupt einen kriege. Hey. Ah. Oh ne, Scooter, der läuft ja auch noch rum. Wollen wir versuchen, den zu packen? Na komm. Mehr als sterben können wir nicht. Oh, der macht gut Damage. Den packen wir aber nicht. Obwohl, ja doch, es könnte auch. Wenn der geblindet ist. Blindet by the Night und so. Das könnte ein langer Kampf werden. Ja, nee. Das packen wir nicht. Ist auf! Aus! Sitz! Das hat auch noch kontrolliert. Rain Control. Mistvieh. Jetzt fehlt mir der Dings. Aha. Ein bisschen live bekommen von unserem Begleiter. Hier Screwway rumläuft, können wir nicht wirklich klatschen. Naja, ein bisschen konnten wir. Also. Es wird halt wirklich. Neue Waffe. Unbedingt. Kein einziges von diesen Federdingern bekommen. Really? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah! Hallo. So. Wollen die so langsam droppen? Uiuiuiui. Oh, jetzt kommt Scooray schon wieder. Wir tauschen mal den Chart. Oder den Channel, den Kanal. Dauert ein paar Sekunden. In der Zeit. So. Ich hoffe, dass er dann nicht da ist. Jetzt könnte man so schöne Fahrstuhlmusik einblenden. Ah, ich bin zu faul zum Schneiden im Moment. So rennen dann unseren Schnickschnack. Oh, noch 6. Wir kriegen so ein paar Erfahrungspünktchen. Jetzt nicht die Bombe oder so. Aber so ein bisschen. Ist auch mal ganz nett. Boah, ist aber eine Droprate. Da wirst du echt schon dabei, ne? Junge, 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 was ist denn das da?
Naja. Komm, du hast jetzt eine. In den nächsten drei, wenn wir jetzt mindestens einmal einen drin haben. So. Scheint, dass Scooter nicht hier ist. Haha. Oh, eins. Komm her, du kleiner Jungstrauß. Nummer 2, da siehst du, da ist er schon. Und Nummer 3. Da ist auch noch einer drin. Komm, wäre witzig. Wär toll, wäre schön. Ja, so viel des Guten. Junge, Junge, Junge. Gab doch irgendeinen Gegenstand oder. Ich weiß gar nicht mehr. Der hat einen. Den. Blutglück irgendwie erhöht, oder? Haben wir nicht so? Oh, vielleicht zwei Folge, wow. Nee, also nicht Blutglück, sondern Wahrscheinlichkeit, das schaffst, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht mehr. Das ist alles schon zu lange her. Es ist schon gut, dass ich mich an die eine oder andere Sache jetzt hier erinnere, aber das ist einfach zu viel des Guten. Komm. Ich weiß noch, es gab TP, EP. Ich habe mir noch keine Falle geholt. Das muss ich unbedingt mal machen. Das ist auch noch eine gute Einnahmequelle zwischendurch. Libellen brauchen wir nicht. Es gab TP, es gab EP. Und Punkt, Punkt, Punkt. Es gab so drei Sachen, die man auf Flügel drauf haben konnte, als Beispiel. Ich glaube, Loot-Wahrscheinlichkeit oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, da wird bestimmt was drin sein. Oh nein! Wieso ist der denn jetzt hier? Hat der kein Zuhause? Also, wir kriegen ihn ja beinahe. Ich meine, wir kriegen ihn beinahe unter um 20%. Aber naja. Sträuße, die sich teleportieren können, auch geil. Na gut, es liegt auch so ein bisschen an der Präzision. Dass ich nicht so oft treffe. Nee. Ja, komm, mal zwei Bäume noch auf die Scheiße. Präzision. Obwohl, eigentlich schon. Na ja, gut, der Dolch, den ich habe, ist jetzt nicht der Burner. Nee, diesmal bleibst du am Leben. Geile Quest, glaube ich, oder? Die Wahrscheinlichkeit, dass man einem Strauß Federn findet, ist bei 5%. Ja. Da läuft was. Mecker, 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 mecker. Ich mach das so wie bei PUBG. Irgendwie keine Waffe. Ah, da ist eine Waffe. Wie denn her? Noch eine Waffe? Ist von denen? Keine Ahnung. Tja. Und dann müssen wir noch dieses große Vieh auch noch platt machen. Eieieiei.
Oh, das ist eine schöne Folge, ne? Die Geduldsprobe. Stirb. Oder lach. Nein, das ist schon was anderes, Zaun. Das gibt's doch nicht. Ah! Mecker. Ich noch einer. Ich glaube, vielleicht gucken wir noch einen Film von Bud Spencer an oder so. Ich liebe die Filme. Ja, stirbst auch nochmal tot. So, haben wir das auch abgeschlossen. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg darüber reiten. Wir haben noch 17 Minuten erst. Oh, ja gut, es muss ja nicht immer gleich ein 25 Minuten Part sein oder so. Und das Wetter ist eigentlich auch mal ganz schön, wenn man nicht so lange vor der Glotze hängt oder vor dem PC oder auch was weiß ich, Laptop, Handy, Tablet, keine Ahnung, Bildhauer. Naja, gut, ich werde jetzt hier diesen Weg dahin reiten, das braucht ihr euch nicht mit anzuschauen. Na, machen wir doch die... Ah, das packen wir eh nicht. Oder machen wir es wirklich noch in diesem Part? Das muss man noch erzählen. Ja, es wird gar nicht. Aber weißt du, was ich lustig finde? Das ist irgendwo bei Wildstar war das so, dass ich dort Leute in-game hatte, mit denen ich dann die meine Videos geguckt haben, aber auch das Spiel gespielt haben. Gut, was mich wahrscheinlich interessieren. Ich fand das aber auch bei Anarchy Online extrem. Schöne Grüße an dieser Stelle, wo mal an Toni raus, falls er reinschaut. Emma! Ich fand das aber auch lustig, auch bei Rift. Also ich meine, dass das dann Leute gab, die einer unterstützt haben bei dem Projekt. Jetzt hier zum Beispiel Enrico als Beispiel. Also die Kohlsuppe. Oder Ben Fedder. Also ich finde das schon ziemlich cool, dass man da Support, also gerade bei so einem alten Spiel oder so, kräftig. Aida, ich kann doch schon die Quest abgeben. Jawohl. Gute Arbeit, ich werde sofort die Herrschaft des Tranks beginnen. Dieser blaue Drang müsste seine Verteidigung zerstören. Verwendet ihn, wenn sich sein Panzer verändert. Das ist alles, was ich für euch tun kann. Vergesst nicht, dass es Leute gibt, die sich auf euch verlassen. Dies ist eine Gruppenquest. Viel Glück. Wir probieren die natürlich. Ist es eine Gruppenquest? Ja, weiß ich. Bin eine Gruppe. Hab ein Pferd. Nee, aber um das mal abzuschließen, ich fand das schon mega. Also ich finde das auch mega. Gerade bei solchen Games, dass man da wirklich Leute findet, die einen unterstützen, die einen oder so supporten. Dass es da Leute gibt, die einen einfach so, ja, irgendwie ein Gefühl geben, dass man was gut macht oder was richtig macht. Beziehungsweise, dass es Leute gibt, die sich daran erfreuen. Das finde ich toll. Geh mal kurz beiseite. So, auf jeden Fall fettes Dankeschön an euch. Ah, ich glaube, das wird nichts.
So. Boah, oh, jetzt aber. Das schaffen wir nicht. Ich habe vergessen, meinen Buff anzumachen. Bin wahrscheinlich mal bei, was weiß ich, 50%. Hallo? Packen wir, komm! Naja, ich hab mal bessere Heal-Tränke und dann geht's ab, ne? Aber das können wir echt schaffen, Leute. So. Na komm, 20%, 19. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, Jungs, Mädels, Damen und Herren. Komm, gib mir Energie. Ja, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Hier von einem kleinen oder Newbie-Begleiter bekommen. Sehr geil, freut mich. Garnock haben wir gepackt. Den haben wir gepackt. Yeah. Wir sind richtige Biester. Yeah. Auf jeden Fall können wir mal anreiten. Können wir jetzt wieder hingehen und sogar die Quest abgeben. Geil, dass wir es doch noch durchgezogen haben, diesen Part. Sehr geil. Ich habe doch von einer dritten Person, glaube ich, was bekommen. Ich weiß noch nicht mehr, wer es war. Bin ich gerade ein. Der hat auch gerade gestern noch aus unseren Kommentaren geschrieben zum Thema Ray. Ich weiß nicht mehr, wie sein Name war. Ach, verdammt. Man merkt, dass man alt wird. Der hat mir beim Suchen geholfen. Als Beispiel. Als ihr Kiyosane getötet habt, ist seine Macht ins Kompendium zurückgekehrt. Ich hatte aber nicht erwartet, dass ich diese Macht auch nutzen kann. Ich habe nichts, damit ich eure Tapferkeit belohnen könnte, aber ich kann euch diese Macht in ein kleines Amulett umwandeln, das euch auf eure Reisen unterstützen wird. Und so. Ja, nehmen wir auch gerne mit. Stärke, Ausdauer, naja gut. Du hast mit Geschicklichkeit wäre schon lieber gewesen. Aber, naja, nehmen wir doch gern. Gucken wir mal an, was haben wir eigentlich da für ein Gelumpe? Da. Wir haben einen Ring für plus 1 auf alle Attribute. Ich glaube, den können wir weglegen. Und nehmen dann lieber Ring der heldenhaften des heldenhaften Aufruhrs. Oder? Aber ja, eigentlich schon, ja. Können wir mal vergleichen. Ja, aber haben wir auf jeden Fall dadurch mehr Life. Allgemein, ja. Meine Güte, also mehr Ausdauer, mehr Life, mehr Geschicklichkeit. Geschicklichkeit nicht, aber geht allgemein alles hoch. Noch mal ganz kurz vergleichen. Ach, wir kriegen, weil wir schon ein Item davon haben, sehe ich gerade. 120, darum kriegen wir Life dazu. Also vier Stück haben. Sexy. Und verkaufen noch mal schnell. Dann sind wir auch durch mit dem Part. Weg damit. Weg damit. Ja. Was? Das Juwel in diesem Ring kann die Eigenschaft von Chemikalien messen.
Warte mal, jetzt müssen wir was testen. Ich dachte erst. So, fast 1 Million. Yeah. Sehr schön. Hat er irgendwelche vernünftigen Tränke? Ah, nur die kleinen. Helfen uns nicht so wirklich. Schade. Gut. Dann haben wir als nächstes. Okay, Wasserprobe. Geht zum Bluthundberg und sammelt 20 Hauer. Das können wir auch noch machen gleich. Ich weiß nicht, wo das ist. Müsste hier vorne sein. Hier. Dann haben wir. Das Silberfell geht oder. Da waren wir gerade. Naja, machen wir es. Ja, wir müssen eh nochmal da vorbei oder so. Gut, haben wir auf jeden Fall einiges vor. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und ich wünsche euch einen wunderprächtigen Tag. Haut rein, Leute!